So, heute mal eine kleine Bauanleitung, die wirklich jeder nachbauen kann. Ich habe gemerkt, die kleinen Bauanleitungen sind bei euch beliebter. Deswegen werde ich vielleicht auch jetzt öfters mal kleine Bauanleitungen bringen. Hier braucht ihr wirklich nur ein Brett, also im Wesentlichen ein Brett, was ihr hier seht. Und was daraus wird, habt ihr jetzt eben in der Zeichnung schon gesehen. Zeichnung bringe ich euch wieder auf meine Webseite. Ihr seht es hier schon. Da müsst ihr ein paar Teile zusammensägen und daraus kommt, ihr habt es erkannt, ein Bierträger oder Flaschenträger oder Männerhandtasche. Wie ihr es nennen wollt, gibt es ja die tollsten Bezeichnungen. Ist nichts atemberaubend Neues oder Innovatives, aber ist eben eine Sache, die man im Sommer immer braucht und noch nicht jeder hat es zu Hause. Gerade wenn ihr vielleicht im Garten grillt oder so, das Transportieren der Flaschen ist damit schon eine ganze Ecke praktischer. Und damit das Ganze auch noch ein bisschen interessanter wird, zeige ich euch auch, wie ihr das in einem Look darstellt, der so nach Altholz aussieht. Wie es wirklich richtig alt aussieht, so eine Art Vintage-Look, da ist so ein richtig altes Holz, Gebrauchtspuren dran, also richtig nicht so mit neuen Holz, wie ihr es eben gesehen habt. Und wie man aus diesem normalen Brett ein, ja, so einen Vintage-Look schafft, das seht ihr in diesem Video. Die Zeichnungen, wie immer, könnt ihr kostenlos bei mir auf der Webseite runterladen. Ihr wisst ja, da sind alle Zeichnungen immer kostenlos. Ihr müsst euch auch nicht registrieren und so weiter. Ich sage das jetzt nur dazu, weil immer mehr Seiten jetzt entstehen, wo man dann irgendwas bezahlen soll oder so. Also nach wie vor, bei uns wird immer alles kostenlos im Blog sein. So, könnt ihr alles finden. Ich habe das auch bemaßt. Und ja, wenn es euch gefällt, könnt ihr ja ein Abo dann nach dem Video da lassen. Das reicht mir schon völlig. Den Link zum Projekt als auch zur Webseite findet ihr in der YouTube-Beschreibung. Aber ich blende es hier auch nochmal ein. Und auch hier rechts oben, wenn ihr auf die Infokarte drückt, kommt ihr ebenfalls über den Link auf meine Seite. So, ich fange jetzt mal mit dem Zuschnitt an. Da könnt ihr ein ganz normales Leimholzbrett nehmen, ob 16 oder 18 mm, spielt im Grunde keine Rolle. Es kann auch ganz anderes Holz sein. Ich habe hier ein altes Regalbrett genommen, was ich so und so noch in der Werkstatt rumliegen hatte. Im Grunde ist das Holz ziemlich egal. Es sollte natürlich keine Spanplatte oder USB-Platte oder sowas sein. Das sollte schon richtiges Holz sein. So, ich fange also mit der Grundplatte an. Das säge ich mit meinem Schiebeschlitten. Da gibt es ja auch eine Bauanleitung, wisst ihr ja. Wenn euch das interessiert, könnt ihr auch bei mir auf der Webseite schauen. Ich zeige jetzt hier vieles im Schnelldurchlauf, weil das sind ja Routine-Sachen, da werdet ihr keine Probleme mit haben. Also ich zeichne jetzt praktisch die Schrägen an. Am besten druckt ihr euch die Zeichnung aus. Ich werde es bei mir im Blog vielleicht auch nochmal als PDF drauflegen. Wenn ihr SketchUp habt, könnt ihr SketchUp nehmen und das damit ausdrucken. Aber ich werde die Zeichnung natürlich auch so auf den Blog bringen, dass die Leute damit klarkommen, die jetzt nicht das 3D-Programm SketchUp nutzen. So, jetzt bohre ich schon mal vor, wo der Halter dann eingesetzt wird. Da muss ich ein 25 mm Loch bohren. Ihr könnt auch eine. Ich nehme also einen 25 mm Buchestab, den habe ich noch hier. Und das verwende ich praktisch als Griff. Man kann auch 20 mm nehmen. Das spielt keine Rolle, würde Dicke ausreichen. Aber ich habe halt gerade 25 hier. Am besten nehmt ihr einen Forstner-Bohrer, der ist immer ein bisschen besser. Habe ich nicht hier, ich habe hier nur dieses Teil da, aber reicht für diesen Fall auch völlig aus. Die Materialien und Werkzeuge, die wichtigsten Werkzeuge zumindest, die werde ich euch auch nochmal bei mir im Blog dann auflisten, die ich verwendet habe. Und wie immer gibt es ja auch Bezugsquellen, falls euch das ein oder andere Material noch fehlt, wo ihr das bekommen könnt. Also ich schneide hier die Schrägen mit meinem Schiebeschlitten ab. Ihr könnt das natürlich, oder besser wäre es vielleicht mit dem normalen Winkelanschlag, aber
Es geht auch sehr schön mit dem Schiebeschlitten, weil man da ja immer die Schnittkante sieht anhand des Schlitzes. Und dann kann man sowas immer sehr schön anlegen. Man muss es eben dann eben nur wirklich richtig gut festklemmen. So, jetzt habe ich im Prinzip die Teile alle schon geschnitten. So soll das Ganze dann zusammengeleimt werden. Die anderen Leisten kommen dann etwas höher. Ich lege sie jetzt einfach mal hier drauf. Die kommen natürlich dann etwas mit Abstand oben hin. Den genauen Abstand könnt ihr euch an der Zeichnung halten, aber da kann man ja auch variieren, wie es euch gefällt. Ich nehme da jetzt keine komplizierten Verbindungen, Schwalbenschwanz oder so. Wer will, kann das alles machen. Das sieht schick aus, dauert dann halt länger, aber ich will es so zeigen, dass es eben wirklich auch alle nachbauen können und da sollte es nicht zu aufwendig sein. Das wird also so auch 100% stabil, sieht auch schick aus und durch diesen alten Look nachher am Schluss finde ich das sogar recht ansehnlich und interessant. Man kann das also auch, wenn man es jetzt selber schon hat vielleicht oder sich schon mal gemacht hat, kann man sowas auch sehr schön bauen, um es zum Geburtstag vielleicht mit ein bisschen seltenen Bierflaschen oder seltenen Bieren einfach zu verschenken oder so, bietet sich immer sehr schön an. So, ich habe das also nochmal abgeschliffen alles, weil das Regalbrett ja schon lange benutzt wurde und das ist auch schon ein bisschen schmutzig gewesen und so weiter. Wenn ihr da Leimholz kauft, müsst ihr es an der Stelle hier noch nicht abschleifen. Das ist in dem Fall eigentlich nicht notwendig, weil wir es nachher sowieso im alten Look erscheinen lassen. Aber an den Stäben, da solltet ihr ja schon ein bisschen schleifen, damit die nachher gut in das Loch passen und halt auch ein bisschen Leim dazwischen passt. Das ist natürlich wichtig. Sollte nicht zu eng sein, denn wir haben ja oben um das Loch nur 1-2 cm Holz und wenn ihr das zu eng da reinklopft, dann kann das ruckzuck springen. Also sollte da einigermaßen leicht reingehen und dann könnt ihr das im Grunde auch verleimen. Den Leim immer gleich abwischen, am besten mit einem leicht feuchtem Tuch, da geht es immer am besten. Das ist wichtig, weil wir, wie gesagt, das Ganze nachher noch behandeln wollen, die Oberfläche. Und da darf kein Leim drauf sein, das würde das Ganze erschweren, müsste man dann wieder abschleifen und so weiter. Also möglichst sauber das Ganze halten. Und dann könnt ihr das Ganze zusammenkleben. Müsst ihr schauen, wie ihr es am besten macht. Am besten stellt ihr es hin, waagerecht oder so, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Das ist am praktischsten. Ihr müsst dann sehen, ihr könnt auch Klebeband zu Hilfe nehmen. Da geht das Ganze ein bisschen einfacher. Wenn man viele Teile zusammenklebt, ist immer Kreppband eine ganz gute Hilfe. Aber ich versuche es jetzt mal so. Das wird schon irgendwie klappen. Dann das Ganze schön spannen. Wenn ihr solche Schraubzwingen hier habt, das sind so eine Art Mini-Korpus-Zwingen, die eben sehr gut für rechteckige Sachen geeignet sind, die man spannt. Die sind auch nicht so schwer, die haben hier solche Plastikteile zum Pressen, Plastikbacken. Die sind sehr hilfreich, aber man kann natürlich auch ganz normale Schraubzwingen nehmen. Aber wenn es euch interessiert, ich verlinke die auch auf meiner Webseite. Wichtig, das Ganze schön zusammenpressen, dann nochmal richtig ausrichten, immer ein bisschen spannen, ein bisschen ausrichten, bis das Ganze dann so sein zusammengefügt ist, dass alles so ist, wie ihr es euch vorstellt. Man kann hier immer noch ein bisschen an der Stelle von der Zeichnung abweichen. Man sollte die Zeichnung immer nur so als Basis nehmen. Den Abstand, da muss man dann immer optisch noch gucken. Auf der Zeichnung kann man durch das 3D-Programm, kann man sich die Sache ja vorher immer schon sehr gut vorstellen, wie es aussieht. Und meistens macht man es da so, zumindest ich mache es dann meistens auch so, wie es in der Zeichnung ist.
Aber manchmal ist es eben so, dann sieht man, sieht es in der Praxis dann doch ein bisschen anders aus. Dann macht man vielleicht das Seitenteil ein bisschen höher, einen Zentimeter tiefer oder zwei Zentimeter tiefer, weil es einem dann doch besser gefällt. Sowas sollte man immer variieren. Man sollte das alles nie zu eng sehen und zu steif. So, im Grunde ist das Teil eigentlich schon fast fertig. Ne, jetzt auf jeden Fall sollte man die Kanten nochmal abschleifen, insbesondere hier, wo der Stab durchgeht. Den hat man ja so einen halben Millimeter überstehen lassen. Und das schleift man natürlich jetzt alles einigermaßen bündig. Auch die Kanten, wo da noch was übersteht, alles schön bündig. Das sollte schon sein. Dann macht man noch das Innen, die Innenunterteilung. Ich habe diesen ganzen Bierträger oder Flaschenträger, wie ihr es nennen wollt, jetzt so von den Maßen gewählt, dass man auch, ja, es gibt ja viele verschiedene Bierflaschen, dass man die normalen, natürlich die 0,3er so und so, aber auch die 0,5er in der längeren Form schön einstellen kann. Lediglich die ganz dicken 0,5er. Ich weiß, die ganz dicken 0,5er Flaschen, ihr kennt ja auch die Bierflaschen, die habe ich nicht berücksichtigt. Also die passen jetzt nicht zu 6 da rein. Die wollte ich nicht, da hätte ich das Ganze jetzt noch, wenn ihr die haben wollt, also wenn ihr die auch einstellen wollt, dann müsst ihr das Ganze von den Maßen ungefähr 2 cm breiter machen. Dann passen diese dicken auch rein, aber ich kaufe die nicht, also ich kaufe nur diese längeren immer. Und die passen halt super rein. Dafür ist das gemacht, damit es auch nicht zu groß wird. Es sollte schon nur so schmal und so groß, wie es halt nötig ist, wie ich es halt benötige. So, jetzt kommt die Unterteilung. Die werde ich jetzt einfach nur zusammenstecken. Findet ihr ja auch in der Zeichnung alles. Da brauche ich jetzt zu den Maßen nichts zu sagen. Und da säge ich dann eben solche Schlitze rein, die natürlich in der Breite wie das Sperrholz, das ihr verwendet. Was ihr da verwendet, ist im Grunde ziemlich egal. Ihr seht es ja in der Zeichnung, was ich verwendet habe. Wichtig ist, dass die Schlitze genauso breit sind wie das Sperrholz, damit ihr die dann ineinander stecken könnt. Ich werde die auch nicht einkleben. Das ist praktisch, wird nur zusammengesteckt und wird nachher da eingesetzt. Das ist ganz gut. Man kann das auch weglassen, aber dann stoßen die Flaschen immer aneinander und das klirrt dann immer, wenn ihr das schnell die Treppe runtertragt. Und so eine Unterteilung ist schon ganz praktisch. Seht ihr, ich habe das extra richtig straff gemacht. Da brauche ich dann auch überhaupt nichts kleben. Wenn ihr es ein bisschen locker gemacht haben solltet, wenn ihr vielleicht einmal zu weit gesägt habt, dann könnt ihr es auch kleben. Im Grunde spielt das keine Rolle. Ihr seht, ich nehme also hier bei den Kanten, die ich schleife, immer wieder so einen Schleifschwamm, also kein Schleifpapier. Das ist bei Kanten eigentlich immer ein bisschen praktischer, finde ich, weil das immer so ein bisschen nachgibt und sich dann der Kante und insbesondere Rundungen anpasst. Kann ich euch nur empfehlen, solltet ihr unbedingt in der Werkstatt haben. Das kostet nur ein paar Cent. Ich verlinke euch das auch mal bei mir auf der Seite, weil sowas sollte man, wenn man irgendwas bestellt, dann sollte man sowas einfach mal mitbestellen. So, im Grunde könnte man es so schon lassen. Das ist natürlich schon längst stabil genug, aber damit es noch stabiler wird, damit das auch für die Ewigkeit hält und vielleicht damit es auch noch ein bisschen schicker wirkt, werde ich jetzt noch hier nochmal einige Holzdübel einsetzen. Da werde ich hier unten bei der Latte 2 einsetzen und da oben immer 1. Das reicht dicker aus. Die schlage ich jetzt ein. Ich werde die jetzt nicht komplett einschlagen. Ich wollte die eigentlich ursprünglich dann absägen. Das war eigentlich so der Plan gewesen.
Die werden also eingeklebt und die halten das Ganze halt wirklich stabil. Da kann also nichts mehr passieren. Aber mir ist dann aufgefallen, dass diese, ja, herausschauenden Holzdübel gar nicht so schlecht zu diesem altmodischen Look passen, den das Ganze eigentlich dann haben soll. Und deswegen habe ich die dann einfach nicht abgesägt. Also so ist es dann in der Praxis manchmal. Macht man irgendwas und dann merkt man, ach, das sieht gar nicht so übel aus, diese herausschauende Dübel. Also die lasse ich so. Wer das nicht mag, kann die einfach jetzt absägen und abschleifen. Dann hat man solche Punkte. So war es, wie gesagt, gedacht. Aber man kann die durchaus auch jetzt ein paar Millimeter rausstehen lassen. Werdet ihr sehen, sieht am Schluss gar nicht so schlecht aus. So, jetzt wird das Ganze wieder, ja, ein bisschen zerstört, würde ich sagen. Jetzt wird es nämlich auf alt getrimmt. Wer will, kann das Ganze so jetzt natürlich schon als fertig nehmen. Kannst, wenn er will, anmalen oder auch beschriften oder ein Bildchen draufbringen, wie ihr lustig seid. Aber ich will es ja, wie gesagt, im alten Look erscheinen lassen, so eine Art Vintage-Look. Und dazu muss das Holz jetzt ein bisschen auf alt getrimmt werden. Und das habt ihr gesehen, ich habe zuerst eine Drahtbürste genommen und nehme jetzt sogar noch den Hammer dazu, um die Kanten ein bisschen kaputt zu machen und auch so ein bisschen ein paar Dellen reinzuhauen, also richtige Gebrauchsspuren reinzubringen. Das tut einem immer so ein bisschen leid, wenn man das schöne Leimholz jetzt ja, so strapaziert und eigentlich so verunstaltet. Aber man wird am Ende sehen, das sieht eigentlich recht, oder man sieht es eigentlich jetzt schon. Also es gibt doch einen recht interessanten Look. Als ob das Teil halt schon Ewigkeit vielleicht von Urgroßvater geerbt wurde und irgendwo im Keller lag. Also es soll einen richtig alten Look geben, aber dennoch eben einigermaßen schick aussehen. Und ich denke, das gelingt. Also ich musste hier mit dem Hammer und so weiter auch erstmal üben, denn das habe ich auch noch nicht so gemacht. Aber mit der Zeit kriegt man raus, wie es am besten ist. Man sollte also wirklich hingehen und wirklich richtige Kanten abhauen und immer noch mal mit einer groben Feile ein bisschen nachhelfen, damit dann auch die Späne dann, die sollte man natürlich dann entfernen, die einzelnen Späne. Und dann wird das schon. Einfach ein bisschen üben. Wirklich hergehen und richtig so ein bisschen die Kanten kaputt hauen. Könnt ihr richtig eure Aggression herauslassen. Wichtig ist eben, dass das Ganze nicht zu gleichmäßig aussieht und dass ihr keine Stellen vergisst. Also ihr müsst das auch im Inneren ein bisschen machen. Überall halt, damit das Ganze möglichst ungleichmäßig, aber doch irgendwie gleichmäßig wirkt. So, jetzt mixe ich hier ein spezielles Gemisch. Und zwar ist das hier Essigsäure mit Stahlwolle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Damit kann man das nachher streichen. Das muss aber jetzt erstmal 3 Tage stehen und dann gibt das auch so einen alten Grauschleier. Also es wird sehr schön nachher. Zwischenzeitlich, bis das dauert wie gesagt so ungefähr 3 Tage, werde ich das Ganze hier mit einem Brenner richtig verkohlen. Das ist eine andere Strategie. Es gibt verschiedene Strategien, wie man das alt aussehen lassen kann. Ich verwende hier eigentlich mehrere Techniken gleichzeitig. Meistens kann man das eben, wie gesagt, mit diesem Essig-Stahlwolle-Gemisch mehrfach streichen. Dann gibt das schon einen alten Look. Oder man kann das hier mit diesem Verkohlen machen. Ich verwende hier jetzt beide Techniken, um einfach mal zu experimentieren, wie es halt am besten aussieht.
Und wenn man das mit beiden Techniken macht, da gibt das eigentlich, finde ich, noch ein bisschen besseren Look. Bei dem Verkohlen braucht er irgendeinen Brenner, irgendeine Lötlampe oder sowas. Das ist schon wichtig, wenn ihr so einen Gartenbrenner habt. Es gibt ja auch diese Unkrautbrenner, die haben ja viele zu Hause, womit man im Unkraut abbrennt. Die könnt ihr natürlich auch sehr gut dafür nehmen. Lasst es richtig verkohlen. Also es sollte richtig viel, also so wie ihr es hier seht, es kann durchaus ein bisschen mehr sein, aber nicht zu wenig. Also es ist wichtig, dass es wirklich richtig gleichmäßig verkohlt wird. Auf den ersten Blick sieht dieser schwarze Look hier auch schon interessant aus. Manche lassen das auch so, aber der Look wird mit der Zeit sehr schnell langweilig und gefällt einem mit der Zeit sehr schnell nicht mehr. Also deswegen, ich bin da nicht so ein Fan von diesen verkohlten und dann lackieren, sondern ich werde das jetzt, wie ihr es schon seht, mit einer Feile, mit Stahlborsten richtig abschleifen. Und dann ergibt das nämlich noch einen anderen Look. Ihr seht es, also da wird das so ein helles, gleichmäßiges Braun. Das gefällt mir wesentlich besser und das sieht sich das Auge nicht so satt. Wenn ihr irgendwas vergessen habt, wie ich jetzt hier, könnt ihr jederzeit wieder dran gehen mit dem Brenner. Das kann man also etliche Male machen, das ist alles nicht schlimm. Und dann wieder schön mit einer Bürste, einer Stahlbürste abbürsten. Damit eben der grobe, nicht zu viel bürsten, so dass es eben insgesamt noch einen schönen Braunton ergibt. So in etwa. Das könnte man jetzt auch wiederum so lassen. Man bräuchte das eigentlich gar nicht mehr streichen. Aber es ist immer eine Frage des Geschmacks, ne? Also wie ihr es haben wollt. Müsst ihr jetzt auch nicht so machen, wie ich es hier mache. Könnt ihr euch aussuchen, was euch am besten gefällt. Ich werde jetzt diese Stahlwolle mit dem Essigwasser, die 3 Tage sind rum, praktisch hier nochmal durchfiltern, damit hier die groben Stahlwollteile drin bleiben und eben die reine Flüssigkeit jetzt in einem extra Behälter übernommen werden. Also ich habe da einfach einen Lappen drüber gelegt und dann reicht das aus für die Filterung. Das wird auch gar nicht jetzt so dunkel, das ist einfach immer noch eine relativ klare Flüssigkeit, die da entsteht. Aber das ist ganz normal. Und mit der könnt ihr das Ganze jetzt nochmal streichen. Wichtig ist, wenn ihr das anrührt mit der Stahlwolle, dass ihr keinen normalen Essig nehmt, sondern eine stark konzentrierte Essigsäure, Essigessenz. Könnt ihr auch in den normalen Läden kaufen. Ich verlinke euch das aber auch, damit ihr da was findet oder zumindest wisst, was ich meine. Ja, jetzt wird das einfach gestrichen. Das lässt sich wie Wasser streichen. Ihr merkt da keinen besonderen Effekt beim Streichen, das wird einfach nur nass. Der Effekt kommt erst nach Tagen. Das Holz arbeitet dann und es entwickelt so einen Grauschleier, den es normalerweise bekommen würde, wenn ihr das Holz jetzt ja, ein halbes Jahr oder ein Jahr draußen im Regen und bei allem möglichen Wetter liegen lasst. Das entsteht jetzt hier innerhalb von 2-3 Tagen. Ich werde das jetzt hier nur einmal streichen, weil ich das ja jetzt hier schon braun bearbeitet habe mit diesem Feuer, mit dieser Brandtechnik, habt ihr ja eben gesehen. Da brauche ich das jetzt nicht so stark, aber man kann das auch durchaus mehrere Male machen. Ihr könnt das 3-mal wiederholen und dann wird das immer stärker. Ne? So, ihr seht es schon, jetzt sind ungefähr, ich glaube, es waren jetzt 3 Tage rum. Ich weiß nicht mehr genau, ob es 2 oder 3 Tage rum. So sieht das dann in etwa aus. Also das Bräunliche ist ein bisschen weggegangen und das Ganze hat so einen, ja, einen alten Touch bekommen. Das sieht alles jetzt wirklich echter aus. Ne? Sieht echter nach Holz aus und es sieht halt wirklich älter aus. Man könnte das jetzt noch, wie gesagt, 2-3 Mal bearbeiten, dann würde das noch stärker werden. Ich lasse es aber, ich will eigentlich noch ein bisschen anderer Look. Es gefällt mir eigentlich noch nicht so, wie ich es haben will. Es soll bei mir eigentlich noch ein bisschen dunkler sein und noch ein bisschen wärmer wirken. Deswegen nehme ich jetzt noch eine andere Technik, die man eigentlich normalerweise auch nur alleine nimmt und nicht in dieser Kombination.
Aber man muss ja immer mal ein bisschen experimentieren. Das macht ja den Tüftler aus, ne? Also jetzt nehme ich eine ganz normale Pulverbeize. Könnt ihr im Laden kaufen. Gibt es etliche Farbtöne. Was habe ich hier genommen? Ich glaube, ein dunkles Mahagoni habe ich genommen. Dunkles Mahagoni liste ich euch auch auf. Da gibt es verschiedene Nummern, die den Farbton ergeben. Kostet nicht viel. Liste ich euch auch auf meiner Webseite auf, damit ihr das alles findet. Und damit streiche ich das jetzt. Ihr könnt auch jeden beliebigen anderen Farbton nehmen. Das wird einfach mit heißem Wasser, da wird einfach heißes Wasser drauf gegossen auf das Pulver und dann ist das fertig. Dann könnt ihr schon loslegen. Ihr müsst auch das Ganze nicht ziehen lassen oder so. Ihr könnt es abkühlen, steht in der Anleitung, aber man kann das auch schon heiß streichen. Das habe ich noch nie einen Unterschied gemerkt. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht zu diesen ganzen Beizen, wie man die verwendet, diese Pulverbeizen, wie man es ideal macht und ganz normal nach Anleitung. Findet ihr auch bei mir im Blog einen ganzen Beitrag, auch ein Video dazu. Ihr wisst ja, zu allen Beiträgen, die ich im Blog habe, gibt es auch ein Video oder fast allen Beiträgen. Es gibt auch einige Beiträge ohne Videos, aber die meisten haben ein Video. Schaut einfach bei mir auf die Seite. Damit streicht ihr das Ganze ein. Das geht ähnlich wie mit Wasser. Aber ihr seht jetzt, das ist schon wieder ein ganz anderer Look. Ne? Und so wollte ich es eigentlich haben. So gefällt es mir. Wie gesagt, kann bei euch anders sein. Sucht euch das raus, wie ihr es haben wollt. Mir gefällt es so gut. Und so sieht es dann getrocknet aus. So wollte ich es im Prinzip haben. Das gefällt mir recht gut. Jetzt will ich nur noch ein kleines Bild drauf bringen, damit ein bisschen Beschriftung, sieht immer noch ein bisschen schicker aus. Ich habe mir da eine einfache, irgendeine Beschriftung, müsst ihr euch was einfallen lassen. Ich habe da ein paar Logos zusammengediftelt im Grafikprogramm. Ich bringe euch die Schablone, aber auch die ich da gemacht habe, dieses PDF mit dem Schriftzug mal bei mir auf die Seite. Ich habe das dann hier im 3D-Drucker ausgedruckt, die Schablone. Mir ist da nichts anderes eingefallen. Man hätte sie natürlich auch ausschneiden können mit einem Skalpell und auf Pappe, aber ist natürlich ziemlich mühselig. Und wenn man 3D-Drucker hat, dann kann man so eine dünne Schablone auch mit einem 3D-Drucker drucken. So habe ich es zumindest gemacht. Und das ist bei die hält dann auch ewig, kann man immer natürlich wieder verwenden. Ist eine ganz praktische Sache. Ne? Also wenn ihr einen 3D-Drucker habt, könnt ihr euch sehr schön Schablonen drucken, aber wie gesagt, wenn ihr sowas nicht habt, man kann also solche Schablonen auch fertig kaufen. Es gibt eine ganze Reihe, schlagt man nach unter Vintage-Schablonen. Aber ich bringe euch da ein paar Beispiele von diesen Schablonen auch bei mir auf die Webseite oder verlinke euch die auch mal. Damit wer keinen 3D-Drucker hat, will sich ja da auch behelfen. Das Ausschneiden wäre nämlich ziemlich mühselig. Man kann das natürlich auch drucken auf Papier. Wie gesagt, die Schablone bringe ich euch auch auf die Seite, aber das Ausschneiden ist schon ziemlich mühselig. Und dann einfach mit irgendeiner Farbe, ich habe hier so eine weiße Farbe, die ich noch hatte von meinem letzten Projekt oder vorletzten Projekt übrig. Da könnt ihr jede beliebige Farbe nehmen im Prinzip. Einfach durchtupfen. So habe ich es zumindest auf der einen Seite probiert. Da müsst ihr aber aufpassen, dass ihr nicht zu viel Farbe nehmt. Sonst kann das natürlich schnell verlaufen. Ich wollte eigentlich ursprünglich nur sehr wenig Farbe nehmen. Sollte eigentlich nur sollte gar nicht so stark weiß sein. Aber irgendwie hat es mir dann doch gefallen mit dem Weiß. Und da habe ich doch ein bisschen viel Farbe drauf gedonnert. Und ein klein bisschen ist dann der dünne Schriftzug verlaufen. Also das ist auf der Seite nicht ganz so schön geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, muss ich ehrlich gestehen. Das Premium ist ein bisschen verlaufen. Das war nicht so ganz perfekt. Zudem hat die Farbe ein bisschen mit der Beize reagiert. Die löst sich ja auf. Diese Wasserbeize reagiert ja, wenn da Flüssigkeit drankommt und auch bei der Farbe. Dadurch hat es einen kleinen Rosaton ergeben, was eigentlich nicht so schick aussieht. Besser ist es, wenn ihr es anders macht, wenn ihr die Schablone auch wieder draufklebt, auch und dann einfach eine Sprühdose nehmt. Das geht wesentlich randschärfer und sieht dann einfach schicker aus. Ich hatte auch jetzt hier keine Farbe mehr da. Da habe ich hier jetzt, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, ich habe hier einen Goldton genommen, der eigentlich zum Dekorieren von Weihnachtsbäumen gedacht ist. Also das ist gar keine so richtige Farbe. Aber die sah eigentlich gut aus. Also ich kann da gar nichts gegen sagen. Das ist also wirklich gut geworden. Also so ein Goldton macht sich wirklich recht gut.
Wichtig ist, wenn das Ganze jetzt nämlich getrocknet ist, ihr müsst das Ganze natürlich jetzt wieder einen Tag trocknen lassen, dass das Ganze, der ganze Flaschenträger jetzt nochmal mit einer Versiegelung behandelt wird, damit sich einfach die Farbe nicht löst. Falls mal jetzt ihr das auf den Tisch stellt und der ist feucht oder es fängt an zu regnen und es wird nass, damit da nicht irgendwie die Farbe dann runterläuft und ihr habt da irgendwelche Flecken auf dem Tisch. Das sollte ja nicht der Fall sein. Deswegen, das Ganze wird jetzt nochmal mit einer Versiegelung behandelt. Man könnte da wahrscheinlich auch Hartöl nehmen, Hartwachsöl, aber ich gehe da sicher und nehme eigentlich das, was bei diesen Pulverbeizen empfohlen wird. Das ist vom gleichen Hersteller, das nennt sich Holzsiegel, verlinke ich euch auch bei mir im Beitrag. Das habe ich auch schon mal in dem Beitrag, wo ich das mit dem Beizen genauer erklärt habe, verlinkt. Und da habe ich auch noch Reste übrig, die werde ich wieder verwenden. Das könnt ihr verdünnen, das könnt ihr mit normalen Verdünner verdünnen. Das müsst ihr nicht original streichen, ungefähr Hälfte, 50-50 könnt ihr das verdünnen. Das habe ich auch so gemacht. Und dann könnt ihr das damit streichen. Ich habe hier einen glänzenden Ton, aber wenn ihr das einmal streicht, dann hält sich da das Glänzen in Grenzen. Es gibt das aber auch, wenn ihr wollt, in Seidenmatt. So, jetzt muss das Ganze wieder mal trocknen. Das Projekt habe ich ja immer so nebenbei gemacht. Und da spielen die Trocknungszeiten jetzt immer keine große Rolle. Was jetzt noch fehlt, ist hier der Flaschenöffner. Der muss natürlich noch dran. Die gibt es zu kaufen in verschiedenen Ausführungen. Ich verlinke euch da auch mal zwei auf meiner Webseite. Zwei Alternativen vielleicht. Erstmal den ich verwendet habe und vielleicht noch eine andere Alternative. Und da kann man dann immer die Flasche wunderbar gleich öffnen. Man muss dann nicht alles noch einen Flaschenöffner mit herumtragen. Ja, dann kommen wir ja schon langsam ans Ende. Jetzt ist es fertig. So sieht es also aus, wenn es mit Flaschen gefüllt ist. Das sind die Flaschen, die ich immer gerne verwende. Also diese 0,5er. Und das ist wirklich ein praktisches Teil, was ich auch wirklich oft verwenden werde. Gerade beim Grillen macht das Spaß. Oder wie gesagt, als Geschenk eine tolle Sache mit vielleicht verschiedenen Bieren weltweit. Es gibt ja immer solche schönen Bierpacks, wo man verschiedene Biere aus verschiedenen Ländern bekommt, kann man das auch sehr schön verschenken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr den Kanal wieder abonnieren oder links oben kommt ihr auf meine Webseite. Und ja, wenn ihr einen Daumen hoch macht oder das Video teilt, mich würde es freuen. Bis demnächst mal wieder. Ciao.